Also wir machen das in der Klasse mit der warmen Dusche. Wir haben so Zettel und da zieht jemand ein Kärtchen, da steht ein Name und dann haben halt wir, die warme Dusche ist dann so, wir sagen halt uns etwas Nettes, zum Beispiel du bist gut in Mathe und Deutsch und es gibt dann auch ein Plakat, wo man das aufschreibt und danach sagt der andere, wie er sich dann gefühlt hat. Ich wurde noch nicht geduscht, aber vielleicht bald. Ich habe sehr viele aus der Klasse schon geduscht. Also ich habe mich dann gut gefühlt und die anderen waren sehr glücklich und haben sich bedankt. Also wir haben so eine Pinnwand, wo da sind so Tropfen und da stehen zum Beispiel, du bist eine teure Freundin, weil oder du gibst dir viel Mühe. Und halt, dann kann man noch etwas dazugeben, was zu denen passt, und dann weiß man halt den Satz. Ich habe schon herausgefunden, dass ich auch gut in der Schule bin. Also ich habe gehört über mich, dass ich halt auch nette Dinge sage und andere Dinge. Also ich kann anderen so einen Tipp geben, dass sie zum Beispiel auch so etwas machen und dann halt auch ziehen, damit es nicht nur so ein bisschen langweilig ist, auch Spaß macht, weil das ist ja überraschend, wer gezogen wird. Natürlich, jeder mag das und manchmal ärgert man sich, wenn man nicht genommen wurde. Aber es ist auch dann schön, dauert nur zu warten, weil dann, wenn man das schon, wenn das schon war, dann halt, dann passiert das nicht mehr. Also meine glücklichsten Momente sind, wenn meine Freunde glücklich sind und wenn ich dann mit ihnen auch, wenn wir auch ein Spiel endlich aussuchen können, weil wir suchen uns sehr seltene Spiele aus, weil nicht jeder mag das eine Spiel und das andere. Und mich macht auch glücklich. Ich mag immer meine Partys und ich liebe es einfach einkaufen zu gehen mit meiner Mama für die Partys. Also wir kaufen so Luftballons, also Bonbons und Strohhalm und so mehrere Dekorationen für die Party. Wir haben auch in unserer Klasse auch die Giraffensprache, weil viele Jungs leider wir sagen dauernd auf, dass sie aufhören soll, weil sie ja auch nerven. Und meine Lehrerin hat so Karten und wir machen, und da sind so Texte und wir üben dann die Giraffensprache, damit wir dann den anderen die Giraffensprache sagen und nett und nicht gemein, dass die anderen dann nicht aufhören wollen, weil es für sie dann auch gemein ist. Also man sagt es, was er getan hat, was man von ihm braucht, was man nicht will und dass er sich verbessern soll. Man sagt es so zum Beispiel, wenn sich einer in den Weg stellt und will nicht weggehen und der andere sagt ihm das dauernd, dann sagt man zum Beispiel, wenn ich sehe, dass ihr euch mir in den, wenn du dich in mir zu mir in den Weg stellst, das bin ich wütend, ich brauche von dir zum Beispiel Respekt. Kannst du bitte aufhören damit und kann ich bitte vorbeigehen? So zum Beispiel.